die 15.000 bis 17.000 Petitionen jedes Jahr zu bearbeiten im Petitionsausschuss. Und da gibt es Schwerpunkte, meistens aus den östlichen Bundesländern, die noch unter den Folgen der Wiedervereinigung Anpassungsschwierigkeiten beklagen. Aber es gibt natürlich in erster Linie im Bereich Gesundheit, Sozial, Rente und auch im Bereich Verkehrssituation, sei es Lärmschutzproblematik, gibt es viele Petitionen, die an uns herangetragen werden. Es gibt aber bisher noch keine Petition, an einem Tag der Woche fleischlos zu essen. Ich habe mir überlegt, und Sie beide stimmen der christlich-demokratischen Union. Dazu lade ich Sie ein. Darum bitte ich Sie, ich würde gerne Ihre Bundeskanzlerin bleiben, die Arbeit, die wir begonnen haben, fortsetzen. Ihnen, Ihr Lübeck, alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.